Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in Alice 19 auf der Felsbrunnen zusammen mit dem McManus. Hi Leute, wisst ihr, was das Beste ist am Wochenendaufnahmen? Was denn? Kaffee. Plätzchen. In der grünen Schüssel mit dem Chroma-Key. Ja, moin, man kennt ihn. So, meine Lieben, es geht weiter. Wir waren stehen geblieben bei der Ernte, genau. Erntefeldarbeit steht an. Ihr hattet das Unkraut-Thema noch mal ein bisschen kommentiert in der letzten oder unter der letzten Folge. Dafür auf jeden Fall erstmal Dankeschön. Genau, vielen, vielen Dank, ja. Genau. Es ist aber tatsächlich so, dass kein Unkraut vorhanden war und als die letzte Stufe im Wachstum quasi hochgeploppt ist, ist auch das Unkraut in der ersten Wachstumsstufe aufgeploppt. Und das heißt für uns finito, wir können kein Unkraut. Was jetzt jemand geschrieben hat, wo ich nicht weiß, ob das möglich ist, ist, dass man vorbeugen kann. Man kann das Feld mit Pestiziden spritzen. Und ach, dann würde das Unkraut nicht kommen. Allerdings muss ich da sagen, da bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob das kommt. Da bin ich mir auch unsicher, weil eigentlich braucht Unkraut ja, das Unkrautmittel hat ja eine Blattwirkung. Man muss ja eigentlich Blätter haben, damit das von der Pflanze überhaupt aufgenommen wird. Ne? Ja. Und nicht im Boden dann die Wurzel und bla. Naja, egal. Wie gesagt, so sieht's aus. Also das war halt das Problem. Es könnte natürlich daran liegen, dass wir zu schnell gespult haben, dadurch die Synchronisationszeit etwas gelitten hat. Und weißt du was? Ich habe gerade eine Idee, ist mir gerade gekommen. Ja, was denn? Nee, warte mal, vielleicht auch nicht. Wir haben eine Massey Ferguson, ne? Ja. Naja, müssen wir mal schauen. Ich habe überlegt, ob wir ein breites Schneidwerk kaufen, aber dann, das ist, wäre für den Rotz nämlich. Das passt nicht so ganz. Na gut, sei es drum. Also, die Leute haben auch bei mir in die Kommentare geschrieben, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, eine Spritze zu kaufen. Naja. Für 35.000 die, ne? Ja. Weil man sagt, die brauchen wir eh immer. Weißt du, was mein Problem ist? Bis du die 35 wieder rein hast, ne? Ja. Selbst der Ernteverlust von 20% muss echt gewaltig sein, dass du 35.000 wieder reinkriegst. Und in der Regel, man müsste das Unkraut halt einfach in der ersten Stufe abpassen. Also für die ganz Blöden, wenn man es sich ganz einfach machen will, macht man es einfach so, man nimmt, man erntet das Feld, dann wartet man, also man spult einfach vor, bis das Unkraut hier anfängt zu wachsen und dann nimmt man eine Direktsaat. So, da hast du es los. Ne? Muss man einfach so sagen. So, warte mal, waren wir jetzt aber unkrautfrei für den Rest? Ja, ist nur dieses Feld. Die anderen Felder sind unkrautfrei. Das eine Feld habe ich noch gespritzt und auf der aber wie, Alter? So? Ja, moin. Hab ich was vergessen? Jo. Aber der ist noch da, sehe ich gerade. Das ist ja das Nächste, ne? Jetzt haben wir die Spritze hier. Naja, müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Leute, ich habe eine geile Story für euch. Jetzt kommt's. Und zwar, ich war mit der Frau Weihnachtsbaum kaufen. Boah, ei. Leck mich am Arsch, ey. Ja, das glaube ich, ja. Leck mich am Arsch. So, also, ne, erstmal folgendes. Wilhelmsdorfer Weihnachtsbaumwelt, Familie Bohn. Absolut, kann ich nur empfehlen. Die haben absolut Premium Nordmantan. Auch in eigener Zucht und alles. Und wer bei mir aus der Nähe kommt, aus der Region kommt, Wilhelmsdorfer Weihnachtsbaumplantage, da kann man selber abholen, die haben auch außen mehrere Stände im größeren Umkreis. Macht echt einen guten, kann man nichts sagen. Also da tippitoppi. Kostet einen Euro mehr, aber dafür habt ihr einen Forzifaini Weihnachtsbaum, ne? Und Leute, wenn ihr hingeht, euch eine Tanne aussucht und zur Kasse geht und sagt, ich benutze den Gutscheincode McManus, gibt es unschlagbare 0% auf den Tannenbaum, meine lieben Freunde. Ja. Und das ist jetzt, aber das ist Real Talk, Leute, das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so. Wenn ihr geht an die Kasse, sagt, ich würde, also Code McManus, dann wisst ihr, ihr kommt von mir, ist wie so ein kleines Affiliate-Programm für Weihnachtsbäume. Und dann kriegt ihr quasi 0% auf den Weihnachtsbaum gut geschrieben und könnt dann
ja, richtig geil, euren Baum zu Hause aufstellen. Und sagen, der wurde von McManus empfohlen. Nein, aber wie gesagt, ist ein Bekannter von mir, der das macht und alles. Und deswegen, wir holen unseren Baum immer dort. Man kann halt vorher angucken und kann sich raussuchen und so weiter. Und dann wird er eingepackt und alles cool, alles schön. Und ich gebe euch gleich einen Tipp. Gleich einen Tipp. Wenn ihr einen Weihnachtsbaum holt, eine Nordmantanne, dann stellt ihr den ja unten in so einen Weihnachtsbaum, in so einen Ständer rein. Ne? Ich denke, 99% haben diesen Ständer, so ein grüner, wo du dann so drauf trittst und den festziehst. Macht einen Teelöffel oder Esslöffel Zucker unten rein und dann Wasser. Macht in das Wasser etwas Zucker. Dann hält er länger. Ist kein Scheiß, also wirklich jetzt, ist nicht jetzt irgendwie so Trollversuch oder so. Macht da Zucker unten rein, googelt's auch mal oder wegen mir. Und gut, wir haben unseres 2,60 Meter oder 2,70 Meter sogar. Ich glaube 2,70 Meter ist unserer. Der braucht so einen halben Liter, halben dreiviertel Liter am Tag. Also da müsst ihr immer schön nachgießen, okay. Da muss immer schön Wasser drin sein. Ja, ja. Aber ja, klar, du bist sicher, das ist Zucker, das ist kein Salz. Zucker. Okay. So 100% Zucker. Wirklich jetzt. Hat uns auch der liebe Dude darum, der die Weihnachtsbäume verkauft, den Tipp gegeben. Und ja, gut, es kann sein, der will, dass wir nächste Woche den nächsten kaufen, aber... Wenn der allen verloren hat... Oh, hatte ich Zucker gesagt? Nee, ich hab Salz gesagt, war ich mir sicher. Nee, aber wirklich Zucker. Zucker. Schwör! Ne? So. Wie viel hast du denn drin? 48%. Okay. Dann stell ich mal hier unten hin, dann kannst du einen Abtangerino machen beim nächsten Mal runterfahren. Ja. Ich schicke den direkt hier ans Feld. Gut, so sieht's nämlich aus, meine Lieben. Dann, warte mal, braucht das Feld Kalk jetzt als nächstes? Nö. Kalk braucht man nicht. Was wir brauchen, ist die Sämaschine, die ansieht. So, dann nochmal auf jeden Fall auch vielen Dank. Wirklich vielen Dank, für die netten Kommentare, dass es okay ist, wenn es halt, wenn wir jetzt halt hier eben die Feldarbeit machen müssen, wenn wir halt auch langsam nur vorankommen. Es ist halt so, es ist in der realen Landwirtschaft auch nicht anders. Wir haben nur diese Karte. Wir können nur nicht mehr machen, wie arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und versuchen hier Geld ranzukriegen, ab und zu im Livestream mal ein bisschen zu spielen, Missionen nebenbei laufen zu lassen und so weiter und so fort. Ne? Mehr können wir nicht machen. Aber ja, so sieht's aus. Da geben wir uns auf jeden Fall Mühe. Gut. Achso, ich darf ja keinen Frontlader dran machen, wenn ich ansehe, krieg ich wieder einen Anschiss. Den hast du auch verdient, ey. Von der Friese. So. Nee, aber so sieht's aus. Unser nächster Plan wäre eigentlich eine neue Sämaschine. Weil wir könnten die alte Sämaschine verkaufen, würden gutes Geld zurückbekommen und könnten die neue... Oh, wir müssen auch mal den Traktor hier warten. Der ist, verbraucht nämlich leider einiges. Wie ist denn der Drescher von der Wartung? Hälfte. Was? Hälfte. Oh, dann fahr zum Händler. Wir haben Ernteverlust, ne? Das weiß der. Ist kein Scheiß. Jetzt? Ja. Da haben wir definitiv wirklich ohne Mist Ernteverlust. Ich habe da extra ein Video drüber gemacht damals. Ja, dann und hab da direkt Scheins. Ich hatte direkt Scheins angeschrieben, was Wartung und so weiter alles ne, was das alles ausmacht, weil ich das gerne ein Video drüber machen wollte, weil, Moment, weil es für mich nicht ganz klar war und es ist definitiv bei Dreschern ein Ernteverlust da, umso höher der Wartungsstatus ist. Spritverbrauch wird höher, gut, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber der Ernteverlust ist halt echt mies, finde ich. So, warte mal, ich denke, wir werden hier gerade durchfahren. Ja, wir fahren hier die gerade Kante. Das macht mehr Sinn. Jetzt ist die Frage, könnten wir dieses Stroh hier aufsammeln? Ich bezweifle es ja fast, ne? So, der kann hier für uns auf jeden Fall ernten, der Schlingel. Lass mal auf den Helfer laufen, das ist eine schöne Mission nebenbei. Gibt gut Luck. Eine schöne Arbeitsbreite, passt auch so. Also... Den fahren wir nach hoch. Gut, ja. Ansonsten Weihnachtsbaum. So, ich, auf jeden Fall, wir heute da hochgefahren. Ne? Kannst ja die Weihnachtsbäume angucken. Ganze, alles drüber, rolala. Wir dort hochgefahren, gesagt, Weihnachtsbaum kaufen.
Ne? Wir wollten ein bisschen größeren, wir haben eine relativ hohe Deckenhöhe. Und da stand einer, der hat uns sehr gut gefallen. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann lass ihn noch neben. Nein, der ist zu groß. Ich sag, der ist nicht zu groß. Doch, der ist zu groß. Ich sag, der ist nicht zu groß. Hm. Na, bist du dir da sicher? Dann passt er nicht. Ich sag, da schneid mal halt oben 10 cm ab von der langen, von der halben Meter langen Spitze da. Ne? Ja, gut, können wir machen. Aber ich glaube, der ist zu groß. So, da haben wir den mitgenommen. Habe ich den in den Ständer reingestellt, ja? Habe ich den in den Ständer reingestellt. Also jeder, der die Instagram-Story verfolgt hat. 3 cm bis zur Decke noch. Exakt reingepasst. Akkurat reingepasst. Der hatte wirklich noch 3 cm bis zur Decke. Da genau reingepasst. War wieder sensationell. Ja. Es ist schön, wenn man recht bekommt, aber dann quasi so nur 3 cm Platz sind und dann bekommt man halt dieses, das ist nicht nur recht bekommen, das ist auch noch so gleich die Cockschelle für die Frau, weißt du? Also ohne, dass das jetzt negativ, das soll natürlich nicht negativ oder abwertend klingen, ohne Frage, aber die macht einen so komplett fertig vorher. Jeder von euch kennt das ja, ne? Die machen einen, manchmal machen die einen wahnsinnig, die Weiber. Das ist so. Die sind so ohne, so. Und dann hast du recht und du hast nicht nur ein bisschen recht, du hast so richtig recht. Weißt du? Und dann, und das Beste ist einfach, ich hatte halt so ganz knapp recht, weißt du? Also so, wie gesagt, 5 cm mehr und ich hätte nicht recht gehabt. Und das wurmt die ja dann umso mehr. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt ja. Das einfach, das ist das. Sie hätte fast recht gehabt, aber eben, warum macht er das nicht? Boah, ne? Aber sie hat eben nur fast recht gehabt. Das war eben das Schöne an der Sache. Naja, sei es drum. So. Ich kann mich schon vorstellen, wie du dich da aufgeklustert hast, wie so ein King Kong, ey. Weib, ich hab immer recht, weib. Du bist dein Arsch. Will ich nie machen. Ja, ja. Wenn ich sag, der passt da rein, dann passt er da rein. So. Da weiß ich nicht, was da immer rumzudiskutieren gibt. Oh nee, oder? Was ist denn das für ein Fail? Oh, was los? Spring mal in den New Holland Drescher. Holland Dreschers? Ne, Mission. Oh. Ja. Ja, das Schneidwerk liegt auf dem Boden auf, die Ketten drehen durch. Lol. Das ist der Witz, oder? Jetzt mal ohne Scheiß, Alter, aber das ist der Witz. Siehst du, dass das so richtig aufliegt? Ja, ja. Aber ich glaube, du kannst das mit der Maus hochbewegen, ne? Ein ja, Stück. Vorne die Dings. Ah, vorne nur. Ah, okay. Du kannst hoch und kannst rausfahren. Ja. Das ist ein Witz, Alter, ey. Das ist der Witz des Jahres wieder. Leute, sowas muss einfach gefixt werden. Also da ist auch echt dann... Nee. Das kann man nicht so lassen. Das geht nicht. Das muss gefixt werden. Und nicht erst 5 Wochen später. Kann da nicht sein, ey. Fällt mir nicht so ein, wenn ich aus bin. Da kannst du auch nichts zu sagen, ne? Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, das Schneidwerk, dass es so hart auf dem Boden aufliegt, dass der mit einem Raupenantrieb vorne das Ding nicht hier übers Feld geschoben kriegt. Ey, das ist doch ein Witz, oder? Was soll denn das sein? Das ist halt nicht, aber was willst du machen? Ach komm, hört auf, ey. Bei sowas, ey, das fehlt mir das Verständnis so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und jetzt können wir die Mission nicht machen oder was? Weil der Drescher hier das Schneidwerk nicht über den Boden geschoben bekommt. Das ist doch lächerlich.
Abbrechen nützt ja alles nichts. Fest vom Glauben ab. Warte, lass mich noch mal rein. Ja. War noch was, warte mal eben. Mach mal. Mal eben den Helfer einlassen. Siehst du, dass er den richtig hochbockt? Ja. Ja. Ne, kann nicht funktionieren. Er lässt das Schnellwerk zu derb. Er lässt das Schnellwerk zu sehr ab. Warte mal, ich will noch ein was probieren schnell. Da kannst du nur oben die Dings bewegen, die Trommel. Ja. Ja. Kannst knicken. Ne, das ist auf jeden Fall ganz großer Bullshit. Will mal gucken, ob er Dings fährt hier. Oder muss hinten einen Anhänger oder sowas dran machen. Gewicht. Junge, krieg ich Plack, ne, bei sowas. Krieg ich Plack, ey. Ohne Mist. Wiedersehen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.